Auf TikTok über 600.000. 600.000? In 2021 möchte ich endlich meinen Motorradführerschein machen und studieren. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Aktion Mensch. Mein Gesicht erkennt ihr vielleicht jetzt schon wieder. Ich habe aber heute einen Gast und der Gast ist wirklich wichtig. Das ist nämlich die gute Cindy, die war schon mal hier auf dem Kanal und du bist aber nicht ganz alleine. Du hast Verstärkung mitgebracht, die beiden sitzen hinter mir, glaube ich. Wer sind die? Konstanze. Konstanze ist hier, okay. Und da ist die Lena ist auch da. Okay. Wer seid ihr? Genau, wir sind Konstanze und Lena. Wir sind die beiden Gebärdensprachvermittlung für heute und genau, wir übersetzen alles, was gesagt wird und wechseln uns ungefähr alle 15 Minuten ab. Perfekt, ja schön. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Cindy, jetzt musst du uns aber trotzdem erstmal erzählen, was machst du hier? Also was ist dein Auftrag? Ja, also ich bin ab dem neuen Jahr im Vlogger-Team bei euch im nächsten Jahr und werde dann sozusagen auch das YouTube-Kanal also zu sehen sein auf Aktion Mensch und ja, ja, du bist heute zum ersten Mal als festes Mitglied unseres Trios, also eigentlich sind wir ein Quartett mittlerweile, aber Fabi ist in Mutterschutz gegangen und du bist jetzt mal schnell eingesprungen. Cool, dass du da bist und du bist gehörlos. Das ist ja dein Handicap, brauchen wir gar nicht irgendwie einen Bogen drum machen, weil das ist immer wichtig zu erklären. Wir sprechen miteinander, du bist gehörlos, aber irgendwie verstehst du ja, was ich sage. Ne? Also das, wie? Ich habe noch Hörgeräte, mit denen höre ich noch etwas, also jetzt nicht relativ viel, aber ich bin schon weit über der Grenze, dass ich mich als gehörlos bezeichnen kann. Und das Lippenlesen ist halt eben noch eine enorme Unterstützung. Fällt das komplett weg, dann höre ich was, aber verstehe nichts. Und okay. Schon mit der. Okay, okay. Mhm. Ich habe das Spätsprechen gelernt, also erst mit 4, 5. Meine Oma hat unter uns gewohnt, also meine Eltern sind beide gehörlos, also können gar nicht sprechen. Und meine Oma wollte das nicht, dass ich beruflich später auf der Kante stehe, weil ich nicht sprechen kann. Und sie hatte auch Angst, dass ich deswegen gemobbt werde und hat mir sozusagen das Sprechen dann beigebracht und auch wirklich dann mich so unter Druck gesetzt, bis ich das wirklich richtig ausgesprochen habe. Und deswegen sitze ich hier und kann gut sprechen. Klar, ich lispel ein bisschen, aber ich bin ihr trotzdem total dankbar, dass ich das kann und also ohne sie würde ich nicht hier sitzen und sprechen können. Das hast du schon mal sehr gut erklärt, Cindy. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr währenddessen Fragen habt, die gerne unten reinschreiben, jetzt schon mal den Kanal von Aktion Mensch abonnieren. Und ich möchte dir jetzt ein paar Sätze vorgeben und du vollendest diese Sätze, wenn du bereit bist. Ja. Ich mache gerne YouTube- und TikTok-Videos, weil es mein Hobby ist. Also es war mein Hobby. Ich habe mit 13 angefangen, Videos zu machen, Videos zu drehen und zu schneiden. Und ja, das habe ich weiter fortgeführt und irgendwann habe ich das dann auch hochgeladen. Sonst habe ich das eigentlich immer Lieder in Gebärdensprache übersetzt, aber dann meistens vor dem Spiegel oder privat aufgenommen, selber so geschnitten, so wie ein Musikvideo. Wollte immer unbedingt Film studieren. Und ja, jetzt sitze ich hier und mache das teilweise schon beruflich. Echt? Du verdienst sogar Geld damit? Ja. Okay, und wie viele Abonnenten hast du auf TikTok? Auf TikTok über 600.000. 600.000? Also ich habe das verfolgt am Anfang. Also das, ne, das habe ich alles mitbekommen. So, aber dann dachte ich mir so bei 100.000, das läuft ja richtig gut. Aber ja, 600.000? Also dieses Jahr ist es dann so richtig geboomt und wurde dann 600.000. Das ist ja auf dem Weg zu 1 Million fast schon. Ja. Wie fühlt sich das an, so viele Abonnenten zu haben? Also, das fühlt sich generell total komisch an. Vor allem, wenn ich auch in der Stadt rumlaufe und ich werde dann hier und da erkannt. Natürlich jetzt wegen Corona eher weniger, weil weniger Leute in der Stadt sind, aber auch wegen der Maske. Aber trotzdem, es ist manchmal so gruselig. Aber es ist schön. Ist schön. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage bzw. zum nächsten Satz. Am glücklichsten bin ich, wenn ich Essen habe.
Wenn du Essen hast? Keine Ahnung, ich kann keine Ahnung, die ganze Zeit essen und keine Ahnung, wenn ich Kuchen habe und morgens zum Frühstück Kuchen essen darf, dann bin ich glücklich, ja. Ist nicht zum Frühstück Kuchen? Doch. Doch. Also wenn ich Kuchen von gestern Abend übrig habe, dann esse ich das selbstverständlich zum Frühstück Kuchen. Das gab es immer bei einer Oma oder das ist so eine Tradition, die ich aufrechterhalten möchte. Ah, okay. Also bei deiner Oma durftest du naschen und deshalb machst du das jetzt auch. Okay. Okay, ja, ist eine ordentliche Antwort. Barrierefreiheit bedeutet für mich, dass? Dass kein anderer Mensch an irgendein Hindernis stößt und ja. Wie ist es für dich konkret? Also was brauchst du für Barrierefreiheit? Also für mich selber wäre eine Kommunikation, dass ich eine vereinfachte Kommunikation habe, dass jeder Mensch für die Gebärdensprache beherrscht, so dass ich gar keine Probleme habe, falls meine Hörgeräte mal ausfallen, weil Akku leer geht. Oder weil die eben kaputt sind oder weil es gerade einfach so im enormen Lärm ist, dass ich überhaupt nichts verstehe, was sehr, sehr oft der Fall ist. Und dass ich eben nicht zu Papier und Stift greifen muss, sondern dass diese Person eben die Gebärdensprache kann. Und das ist halt einfach für mich viel, viel einfacher. Ja, also ich habe das mitbekommen. Du hast ja, wir haben uns vor einem Jahr ungefähr kennengelernt beim Jugendaktionscamp von der Aktion Mensch. Das war nicht das Online-Camp, sondern das davor, das erste Mal. Und da habe ich auch mitbekommen, du hast einigen auch ein paar Gebärden beigebracht. Mir hast du auch ein paar beigebracht. Mhm. Und es ist so spannend, weil man behält das dann auch im Kopf. Aber dadurch, dass man das nicht täglich trainiert, kommt halt nicht dieser Lerneffekt zustande, dass wir uns jetzt unterhalten könnten, sodass es ohne Barrieren und auch ohne Dolmetscher funktioniert. Zum Glück sind die beiden heute da. Genau. Aber ich verstehe total, was du meinst. Ihr könnt auch mal für euch überlegen, würdet ihr euch zutrauen, Gebärdensprache zu lernen? Also glaubt ihr, das wäre möglich für euch? Habt ihr vielleicht auch so ein Sprachtalent in der Schule gehabt, dass sowas für euch drin ist? Der nächste Satz lautet, in 2021 möchte ich endlich meinen Motorradführerschein machen und studieren. Okay, Motorradführerschein. Mhm. Wie funktioniert das? Das ist halt so, es gibt sehr viele Gehörlose, die Motorradführerschein gemacht haben, mit denen habe ich mich auch in Verbindung gesetzt. Meistens dann so, dass der Fahrlehrer anstatt hinter einem fährt, vor einem fährt, sodass man genau weiß, wann man nach rechts fährt, wann man nach links fährt und wie auch immer. Und dass man für so einen Halt, um nochmal genau was zu besprechen, wie es ist, dann nochmal so einen externen Blinker einsetzt, beziehungsweise Warnblinklicht zum Beispiel. Und dass man da dann anhält und zusammen dann nochmal bespricht, was man falsch gemacht hat und was nicht. Und dann auf so einem großen Feld dann nochmal zusammenübt. Okay, cool. Und studieren willst du auch noch obendrein? Ja. Was willst du studieren? Also ich bin noch unsicher. Entweder Jura oder Wirtschaftsrecht. Was hast du denn für ein Abitur gemacht? Also ich bin gerade dabei, mein Fachabi zu machen. Mhm. Und Jura brauche ich kein Fachabi, weil ich die Berufserfahrung habe, die entsprechende Berufsausbildung. Okay. Und deswegen weiß ich es nicht. Okay. Das eine oder das andere. Das eine oder das andere. Nur gehörlose Menschen kennen die Situation, dass wenn man sagt, man ist gehörlos, dass Menschen anfangen, einen anzuschreien, weil man denkt, man hört, man versteht dann besser. Es gibt sehr viele Leute, die auch Gebärden dazu, das ist aber dann kein Gebärden, das ist halt eigentlich nur so herumgefuchtelt. Was viele dann einfach so machen, ist überdeutlich zu sprechen. Also wenn ich jetzt sage, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, also manche fangen dann an zu reden und ich denke, aber so verstehe ich dann auch schlechter. Und auch dieses Anschreien, da denke ich mir, ich bin gehörlos, das bringt nichts. Okay, erklär mal ganz kurz, warum ist dieses deutlicher Sprechen komplizierter für dich? Weil einfach das Mundbild komplett verzerrt ist. Einfach, wenn du normal sprichst und einfach in deiner eigenen Tonlage sprichst, dann ist das für den Einfachen viel, viel einfacher. Wenn du einfach so übertrieben deutlich sprichst, dann ist das einfach dein ganzes Mundbild verzerrt. Das ist, keine Ahnung, da sind halt kaum noch Lippenbewegungen. Also, quasi schon, denkt man sich, aber man merkt ja schon so einen gravierenden Unterschied. Das ist ja, also als ich Cindy kennengelernt habe, musste ich auch erst mal richtig lernen, dass es für sie deutlich leichter ist, wenn wir uns sehen. Also das ist auch für so einen Videodreh total wichtig, dass wir
ungefähr zu uns gewandt, zueinander gewandt sitzen, dass sie jederzeit auch irgendwie auf meinen Mund schauen kann. Ich bin besonders stolz auf, dass ich meine Ziele und Träume nie aus den Augen verloren habe. Gut, Cindy, also das erste Kapitel dieses Videos hast du gut abgeschlossen. Jetzt habe ich aber noch ein Anliegen. Und zwar ist es mir selber oft aufgefallen, dass ich selber Vorurteile habe. So, das ist, denke ich, auch erstmal nichts Schlimmes. Deshalb bin ich heilfroh, dass wir dann auch drüber sprechen konnten, ne? Als wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich konnte dir Fragen stellen und ich weiß, dass es waren auch total viele dumme Fragen dabei. Ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen, aber ich kann mir vorstellen, als Rollstuhlfahrer kenne ich das selber, es kommt immer die Frage, was ist passiert? Was ist, gab es einen Unfall? Oder es gibt Sprüche wie, ach du Armer, du Armer. Also ganz viel Mitleid ohne einen triftigen Grund. Und jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, was sind so Sachen, die du ständig hörst? Ständig höre ich auf jeden Fall dieses Mitleid. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Und so denke ich mir so, ich kenne nichts anderes. Und wenn ich nichts anderes kenne, dann vermisse ich auch nichts. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, das andere. Keine Ahnung. Das in deren Köpfe hineinzukriegen. Und was wären so typische Sätze? Also gibt es da irgendwie so Sätze, wo du sagen kannst, ey, also das höre ich gefühlt jeden Tag. Okay. Gehörlose können nicht Auto fahren. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also Gehörlose können nicht Auto fahren. Warum nicht? Also was glaubst du, denken Menschen? Warum kannst du das nicht? Also die Begründung ist immer, ich würde den Martinshorn nicht hören. Ah, wenn oder die Hupe. Okay, wenn die Feuerwehr kommt, Polizei oder die Hupe ertönt. Was sagst du dazu? Totaler Bullshit, weil Martinshorn läuft nie ohne Blaulicht. Und wir Gehörlose sind halt, weil wir nicht sehen, ist nicht sehen. Genau, wir Gehörlose, wir sehen halt nichts. Ja, so ist es. Weil wir nicht hören, ist unser, also sind wir sehr visuell sehr stark geprägt. Also, dass wir halt einfach viel schneller das Blaulicht wahrnehmen als jemand, der, keine Ahnung, alle Sinne hat oder so. Okay, und wie ist es mit der Hupe? Die sieht man ja wirklich nicht. Also wenn ich mal ehrlich bin, derjenige, der hupt, dann beschwert sich nur, weil ich gleich schlecht fahre. Und das eigentlich dann auch egal. Okay, also vielleicht sogar besser, die eine oder andere Hupe nicht zu hören. Aber ich habe es nämlich auch, das war genau mein erster Gedanke. So, ja, vielleicht gibt es so Tonsignale, die euch entgehen. Aber das Blaulicht, oft ist es ja wirklich so, das Martinshorn läuft nicht durchgehend, sondern oftmals siehst du irgendwo im Rückspiegel irgendwas blau leuchten und dann bam, weißt du Bescheid. Okay, das ist so ein Satz. Also du kannst kein Auto fahren. Das ist ein Vorurteil, hast du jetzt entkräftet. Gibt es noch irgendwas? Ja, also wird immer wieder gesagt, dass Gehörlose stumm sind. Ja, das merke ich ja heute, dass das nicht stimmt. Aber, der Gedankengang, den verstehe ich sogar, weil du hast mir auch eingangs erklärt, ne, und ihr könnt euch, glaube ich, auch das Video mit Fabi mal angucken, da ist es auch nochmal erklärt, wie das zustande kommt, dass du jetzt heute, obwohl du gehörlos bist, so klar sprechen kannst. Das ist ja nicht irgendwie vom Himmel herabgefallen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn dieses Training nicht da gewesen wäre und ne, da so viel Einsatz gewesen wäre, dass es vielleicht auch nicht möglich wäre, für dich zu sprechen, oder? Ja, natürlich. Aber im Sturm ist im Endeffekt dann damit ja auch gemeint, dass man überhaupt gar keine Sprachlaute erzeugen kann. Ja, okay. Genau. Und das ist aber in dem Fall ja gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Gehörlose können vielleicht auch nicht so wirklich sprechen, so wie ich zum Beispiel, aber sie haben trotzdem die Möglichkeit, Sprachlaute zu erzeugen. Und beziehungsweise können sie schon sprechen, also meine Eltern können auch sprechen, aber es klingt halt eben monoton und eben anders. Das heißt aber nicht, dass sie halt eben nicht dazu fähig sind. Stimmt, hast du gut erklärt. Also wenn ihr weitere Fragen habt an die Cindy, dann schreibt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Ich habe jetzt eine Frage. Und zwar habe ich das jetzt auch gelernt, dass gehörlos der Begriff ist, mit dem man auch arbeiten sollte. So, ist in der normalen Sprache, die ich jetzt so unter meinen Freunden kenne, da wird immer von taubstumm gesprochen oder von taub. Aber du schüttelst schon mit dem Kopf. Das ist eher uncool. Ne? Erklär mir mal, warum.
Also taubstumm ist halt so eine Beleidigung, weil das Wort stumm leitet sich irgendwie von dumm ab. Und damit tituliert man sozusagen Gehörlose, dass sie eben in dem Endeffekt auch dumm sind. Und das fassen halt viele als Beleidigung auf. Und die sind ja auch eben im Endeffekt gar nicht stumm. Ja. Und hören nur schlecht, können aber trotzdem alles machen. Und, okay, ja, Freunde, also ich glaube, es ist für uns nicht so schwierig, uns das abzugewöhnen oder das einfach nicht mehr zu sagen, weil es trifft den Punkt nicht. Also es ist halt einfach irgendwo falsch. Das hat Cindy jetzt gerade sehr schön erklärt. Und gehörlos, also das kann man sich echt gut merken. Ne? Es geht da ums Gehör. Es geht nicht um die Sprache an sich, sondern es geht erstmal ums Gehör. Und ich habe es mir jetzt schon angewöhnt und es fällt mir gar nicht mehr auf. Aber wenn man googelt oder so, dann stößt halt ständig auf genau diesen Begriff und jetzt hast du es einmal erklärt. Gibt es noch einen anderen Satz, wo du sagst, boah, der kommt mir zu den Ohren raus? Ja, yeah. Also ich verstehe, das ist eine Frage, die man mir immer stellt, wenn ich sage, ich bin gehörlos und sehe ich höre nicht so gut. Und dann denke ich mir immer, wie kommt man darauf? Und vor allem ist die Frage, wie hast du Geschlechtsverkehr? Das fragen Leute. Ja. Weil die wahrscheinlich in dem Moment denken, dass es nicht möglich wäre, weil alleine die Kommunikation dann und keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich mir dann in den. Also klar, es ist für dich jetzt vielleicht total unbegreiflich, aber es ist wirklich gefühlt, jeden Tag stellt mir irgendeiner so eine Frage. Das ist schon ein bisschen indiskret. Also so übers Internet kommt die Frage dann rein und. Das sind dann meist fremde auch, Menschen. Ja, also vermehrt das über TikTok und Instagram, aber ja. Yeah. Ja, also Cindy, da muss ich ehrlich sagen, das kenne ich auch so. Das ist natürlich ein super spannendes Thema, was Menschen grundsätzlich bewegt. Und ich bin da aber auch ganz fest an dem Punkt, jemand Fremden auf der Straße, den würdest du auch nicht fragen, weil ich nicht, was der da für Vorlieben hat im Schlafzimmer. Klar, ja. Danke, dass du dieses Vorurteil aufgelöst hast. Es funktioniert. Man kann sich austauschen, man kann kommunizieren. Warum nicht auch im Schlafzimmer? Und ja, das ist aber auch sehr kurz gedacht, finde ich. Also ja, Cindy, da hast du uns heute auf jeden Fall schon mal einiges erzählt. Ich habe auch wieder sehr viel lernen dürfen. Ich weiß nicht, Freunde, ihr könnt gerne mal für euch überlegen, was habt ihr mitgenommen? Schreibt es uns unten rein. Mich würde es interessieren, was für Vorurteile hattet ihr vielleicht im Kopf? Was hat Cindy aufgelöst? Und ja, jetzt mal die Frage an dich. Wie war es für dich, das erste Mal jetzt so richtig, richtig aktiv dieses Jahr auf diesem Kanal? Also ein super gutes Feeling. Also ich freue mich schon auf die weiteren Videos, die bald kommen. Und ja. Yeah. Okay, also Freunde, ihr könnt euch schon mal hier anschnallen und den ersten Gang einlegen, weil mit der jungen Frau hier wird es auf diesem Kanal nochmal richtig Vollgas geben. Fabi ist ja gerade in Mutterschutz. Wir haben hier einen starken Ersatz und du wirst auch über die Zeit hinweg weiter dabei sein. Also alleine diesen Monat, glaube ich, kommt schon ein Video mit Cindy online. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Freunde, und ihr könnt natürlich jetzt diesen YouTube-Kanal hier noch abonnieren. Abonniert die Aktion Mensch auf YouTube. Schaut auf Instagram vorbei. Wir machen auch Instagram-Stories. Und genau, hier auf YouTube wird es ganz bald mehr von Cindy geben. Danke, dass du da warst. Und Freunde, wir sagen tschüss. Macht's gut. Tschüss. Wir haben jemanden vergessen. Tschüss, ihr beiden. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.